Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Zusi 3 Folge. Ja, seitdem ich ja den Rechner aufgesetzt habe, habe ich mir auch wieder Zusi 3 installiert und vor kurzem ist auch die Verlängerung der Marschbahn erschienen. Und zwar können wir jetzt bis Westerland fahren. Also wir starten auch an der Eiderbrücke, vor der Eiderbrücke und fahren über Husum und Nibel bis nach Westerland auf Sylt, auf der wunderschönen Insel Sylt, ganz bekannte Insel von Deutschland. Sehr gut besucht. Die einzigste Verbindung auf Sylt ist ja entweder mit dem Auto, mit dem Sylt-Shuttle oder halt mit der Bahn. Eine Straße auf die Insel gibt es nicht. Ja, und wir fahren mit einem Karlsruher Kopf, mit dem neuen HD-Führerstand. Eine Schiebelok ist auch mit am Start, und zwar die Baureihe 218. Wie könnte es anders sein? Ja, wir fahren noch einen Fahrplan aus dem Jahre 2004, als die Marschbahn noch in der Hand der 218er und N-Wagen war. Zu einer Zeit, als es auf der Marschbahn noch lief. Besser als heute, kann man sagen. Und ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ebola ist auch wieder mit dabei. Und ja, ich drücke jetzt einfach mal F4 und dann geht es auch schon los. Wir fahren schön durch den Morgengrauen. Geht auch ratzfatz, da sind wir auch schon. Die Uhr lasse ich jetzt mal. Ich weiß es jetzt nicht, welche Taste, bevor ich hier gleich noch den Autopiloten drücke. Fahren wir los. Wir können das Ebola mal kurz verschieben. Genau, einfach mal dahin und wieder hier drücken. Dann haben wir die Scheißblende da raus. Das passt da auch ganz gut hin. Das ist unser Zug mit dem Wagen. Schön Karlsruher Kopf. Schöne Zeiten. Im Zugfunk habe ich jetzt nicht eingeschaltet extra. Das sparen wir uns, sonst haben wir hier viel zu viel drin. Man kann hier noch alles aktivieren. Normalerweise habe ich ja das alles auf dem zweiten Bildschirm, aber für die Aufnahme wollte ich extra, dass der Ebola links im Bild zu sehen ist, weil sonst seht ihr den nicht. Und beim Karlsruher Kopf hast du da immer schön Platz an der Seite. Auch schön das Klingeln der Bahnübergänge, schön. Das ist unsere 218. Noch mit Orientrot, mit Latz. Lätzchen. Und ein Halberstädter haben wir auch mit dabei. Sehr gut. Die wunderschöne norddeutsche Landschaft von Schleswig-Holstein. Geht es über die Eiderbrücke, Langsamfahrtstelle 70, auch eingleisig, geht es über das Flüsschen Eider. Stahlbogenbrücke. Herrlich, Sound. Jetzt können wir auch hier seitlich im Karlsruher Kopf gucken, das finde ich sehr schön. Ich hätte ja auch die 218 nehmen können, aber hätten wir zwar richtig dollen Diesel-Sound, aber da hätten wir nicht so nach rechts und links mal gucken können. Da haben wir halt nur diesen einen noch nicht HD-Führerstand. Wir fahren hier den Karlsruher Kopf mit Dieseltisch. Den Karlsruher Kopf gibt es in zwei Varianten. Einmal mit E-Tisch und einmal mit Dieseltisch. Also wir können jetzt nicht mit dem Dieseltisch 111 hinten dran packen. Das geht nicht. Wittenberger sieht das schon ein bisschen anders aus. Nächster Halt. Friedrichstadt, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Einfahrsignal Friedrichstadt, die Auswahl ist auch schon gezogen.
Bahnsteig ist ziemlich lang. Kann man gut reinheizen. Das ist der Fahrtanzeiger. Bahnsteige sind halt lang, weil es zur Ferienzeit doppelt lange Züge gibt. Die sollen ja auch am Bahnsteig passen. Tür auf, Richtstadt. War eigentlich auch Sound hinten? Ja, eigentlich, nee, hören wir nicht. So ein halber Städter mit alter Inneneinrichtung hier. Jetzt schon mit Lätzchen. Schön. Ja, die Fahrt soll eigentlich 1,5 Stunden betragen. Wir haben nämlich einen 15-minütigen Aufenthalt in Nibel. Den werde ich dann dementsprechend mit der Taste F4 wegkürzen. So, die grüne Kelle ist auch schon da. Dann können wir auch abfahren. Fertig. Die 218 schön dröhnen. Der nächste Halt ist Husum. Was ich ja auch wirklich schön finde bei Susi ist die Update-Politik. Also Updates sind halt, wie gesagt, immer kostenlos. Ne? Man kauft sich das Spiel für 70 Euro und die ganzen Inhalte gibt es gratis. Also das finde ich wirklich sehr schön. Das ist wirklich ein sehr positiver Punkt, den ich bei Susi 3 gut finde. Die andere Sache ist, auf neue Strecken muss man halt ziemlich lange warten, weil das halt alles in der Freizeit gemacht wird von den Entwicklern. Also das kann man jetzt nicht erwarten wie beim TS, dass da jetzt hier fast jeden Monat hier was Neues kommt oder so. Aber dafür sind die Strecken auch ziemlich real. Ne? Es wird ja hier auf Details geachtet, ne? Wie die Signale sind. Die ganzen hier zum Beispiel Stellwerke, die Ortsbesetzten und alles. Darauf wird in Susi viel Wert gelegt. Und das finde ich halt sehr schön. Und das Schöne ist, ne, man installiert sich das und da gibt es so ein Programm. Da klickt man drauf und die Updates sind installiert. Man braucht nicht 10.000 Sachen, Dateien oder so. Der Gegenzug, das ist hier der lange. Zur Ferienzeit damals üblich. 2018. Ja, schön. Ja, und Susi sind auch die Kräfte und die ganze Physik sehr real. Wie wir sehen, das dauert ziemlich lange, bis wir jetzt erstmal auf 120 sind. Im TS geht das schüpp. Aber dafür ist TS halt dementsprechend grafisch ein bisschen besser. Zum Beispiel, was hier Wert gelegt sind, zum Beispiel die Drahtzugleitungen. Mehr zu den Signalen. Das finde ich halt schön. Aber Susi 3, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ist für richtige Hardcore-Simulations-Fans, so wie mich zum Beispiel, der halt wirklich viel Wert auf Details legt und auch Realismus, puren Realismus, dafür ist Susi 3 wirklich da, dafür ist es halt gedacht. Aber so Leute, die halt mal eben fahren wollen oder so, die sind dann eher mit dem TS. Aber ich habe beides, deswegen, für mich hat beides seinen Reiz. Ja, die Marschbahn war ja in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren viel in den Schlagzeilen. Die Nordostseebahn fuhr ja hier früher, da gab es ja nur Theater, dann Merit-Pair-Wagen, da war irgendwas gewesen mit der Kupplung. Und gab es ja noch halt diesen Unfall da in Elmshorn, aber das hat ja nichts mit der NOB zu tun, das war ja was anderes. Das war ja DB-Zeiten schon. Marschbahn wird ja jetzt saniert. Bin ich ja jetzt auch gespannt, wie es laufen wird.
ziehst du noch? Machst du VR1? Jawohl. Bestimmt was mit Bahnübergang zu tun. Ist ja in der Realität auch. Da wird das Vorsignal erst kurz vor auf VR1 gestellt. Das ist ja hier ein KS-Signal. Ah, da ist der Lind. Nach St. Peter-Ording. Der Tönning. Da fährt er. Auch sehr schön hier. Lind von der Nob. Das finde ich schön. Eine Parallelfahrt hier fast. Da ist er. Noch einmal. Links kommt die Strecke aus St. Peter-Ording-Tönning. Kann man auch befahren. Zum Beispiel die Ruhrtalbahn ist ja jetzt bis Hagen-Güterbahnhof verlängert worden. Also kann man jetzt auch fahren. Von Kassel fast bis Hagen. Das ist schon eine lange Fahrt. Wie gesagt, Leute, nicht vergessen, Freitag um 15 Uhr Livestream einzuschalten auf YouTube. Nicht vergessen. Nächster Halt ist Husum. Nächster Halt, Husum, der Ausstieg in Fahrt Richtung links. Von rechts nähert sich die Strecke aus Jübig. Lübeck liegt an der Hauptstrecke Hamburg-Flensburg. Weiter Richtung Dänemark. Den N-Wagen abgestellt, Karlsruhe-Kopf 218. Güterwagen. Da sind die Güterwagen. Haben wir 2 Minuten Aufenthalt, den werden wir jetzt nicht kürzen, weil vielleicht ein Gegenzug kommt, den können wir uns auch nochmal angucken. Noch Faltblätter. Halt an, Husum. Hier Husum, hier Husum. Der eingefahrene Regionalbahn fährt weiter nach Westerland. Könnte sich's früher angehört haben. Aber jetzt fehlt eigentlich noch so für Susi, weißt du, so Rollbahn oder sowas, finde ich. Oder was im Ruhrgebiet, da fehlt ja generell für ein TS auch. Ich meine, Münster-Bremen haben wir ja für ein TS. Ist ja wirklich echt eine super Strecke. Die fahre ich wirklich
Sehr gerne. Aber die Strecke für Susi hätte auch was. Vor allem, da könntest du ja auch so viel Fahrpläne machen, ne? Aus 70er, 80er für ein TS, da musst du erstmal 1000 Aufgaben erstellen. Hier kannst du das so, ne? Ausfahrt steht. Machen wir doch keine Kreuzung. Hey, ist auch wieder eingleisig, die Strecke. Ein Stück. Das ist unser Karlsruher Kopf. Ja, Anzeige hat eh nie funktioniert. Aber die Uhr, die funktioniert hier. Aber ist nicht die richtige Uhrzeit. Ja, wie gesagt, ich nehme ja jetzt alles hier mit der Ava Media 4K Capture Card auf. Bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Wir haben Abfahrt. Abfahrt. Nächster Halt, Bredstedt. Ja gut, 4K-Stream geht halt nicht mit OBS irgendwie, also TS. Dann wird halt in WQHD gestreamt, das ist auch nicht so schlimm. Hauptsache Full HD oder WQHD. Aber aufnehmen kann ich in 4K, das ist das Wichtigste. Ist alles Bredstedt. Jetzt gleich über die Klappbrücke. Auch ganz ein ganz bekanntes Motiv hier. Und Schiff. Hafen. Mercedes hier. Und gib ihn. Hier ist wieder zweigleisig. Schnell und Zug. Auf nach Sylt. Sylt. Ja, Karlsruher Kopf. Sehr gut. 18. Eine komische Geschwindigkeit, 115 km/h. Ja, Bordrestaurant auch mit dabei. Solantalbahn, das wäre auch was hier zu sehen. Dann aber noch bitte mit Neigetechnik. Können wir schon den 611er erstmal ausnutzen. Aber da muss auch ein neuer Sound. Den 611er auch ein bisschen getestet, aber der Sound, dem. Ne, ist nicht so schön.
Oh, 140. Ja, sehr gut. Gib ihn. Aber wahrscheinlich, das ist ja unsere Fahrplangeschwindigkeit, deswegen fahren wir sie auch. Das hat schon seine Richtigkeit. 140 fahren wir jetzt nicht. Weil wahrscheinlich, sonst sind wir zu früh da. Schöne Landschaft. Flach, aber schön. Ist ja so wie das Münsterland. Deswegen, das mag ich ja auch so. Aber ich mag ja auch die Berge hier, wo ich wohne. In Siegen. Siegerland ist auch schön. Viel Wald. Oh, beste Fahrbahn hier. Auch ein ganz anderer Sound gleich. Ist schön gemacht. Stimmt. Zack. Und ab hier wieder eingleisig. Sehr schön. Eingleisig ist immer gut. Dann noch ohne Fahrrad. Das können wir auf 140 beschleunigen. Mit knapp 8 Kilometer. Heizen hier. Aber wir sind pünktlich, steht da unten an.
Raiffeisen. Gleisanschluss. Masten hier. Ist auch schön so, auf der linken Seite sitzt. Scheiß GPA. Und gewinnen. Da geht's. Naja, in Nibel haben wir ja eh Aufenthalt. Deswegen. Ja, da war schon zu spät. Da war er wohl ziemlich scharf eingestellt. Nächster Halt, Brechstedt. Kann passieren. Ausstieg links. Ja, da willst du mal schön sanft mit der E-Bremse bremsen von 140 auf 100 und am Batsch. Naja, egal. Nächstes Mal weiß ich, da ist einer und gut ist. Dann weiß man immer danach besser. Na komm, mach die Tür zu. Na, passt doch alles.
Weiter geht's. Nächster Halt, Langenhorn. Handrad auf dem Tisch. Einmal um Pudding gedreht und fertig. Ab hier wieder zweigleisig. Oder? Ja, doch, ab hier zweigleisig wieder. Fahren wir jetzt auch über den Hindenburgdamm. Freue ich mich schon drauf. War ja auch das erste Mal hier die Strecke in Susi. Ich bin die vorher nicht gefahren, außer St. Peter-Ording-Husum, das Eiderstedt-Strecke da. Ja, wir haben 2 Minuten ein bisschen die Zwangsbremsung gehabt. Gas. Nächster Halt, Langenhorn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Lang.
Grave ist immer so knapp da, das ist ganz okay. Solange wir da jetzt nicht 5 Minuten haben, das wäre dann ein bisschen. Würde mich dann ein bisschen mehr ärgern. Aber in den Susi ist es da wirklich schön mit dem Lösen und alles ist ja hier halt wie in der Realität fast. Also hier mit dem Physikalischen. Ist schon echt real gemacht. Muss man schon sagen. Ja, Abfahrt hier. Weiter geht's. Schon echt gut gemacht. Nächster halt Nibel. Den Rest fahren wir ja nur durch. Da haben wir ja den langen Aufenthalt. Werde ich dann mit Taste F4 kürzen. Nächste Richtung Hamburg. Wieder der lange. Koppelt. Schöne weite Landschaft.
steht der Sand. Halt erwarten. Naja, nicht ganz. Befehl. Litollen, fahren wir auch durch. Ganz gut mehr an. Der nächste Halt, Nebel, Steigmöglichkeit in Richtung Dagebüllmole sowie dann da. Thank you.
Evil. Soul Shuttle. Verladung hier. Stehen auch 218 hier. Der Auto zum Soul Shuttle. Fest in der Hand, der 218er. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr geehrte Fahrgäste, unser Zug hat hier einen Aufenthalt von knapp 13 Minuten. Die planmäßige Weiterfahrt um 6.31 Uhr. Nibel. Shit, Lind nach Dönder. Das dänische Dönder. Schön wäre noch, wenn die Türen aufgehen würden. Das wäre cool. So, den Aufenthalt verkürzen wir jetzt durch die Taste F4. Ausfahrt steht jetzt auch. Ah, da kam ein Zug. Da ist er, 218. Das ist halt das Schöne, man kann hier halt den Aufenthalt verkürzen, halt mit Taste F4. Im DS geht er dann nicht. Klangsbühl. Lehns Hallig. Und Abfahrt. Hier wird es wieder eingleisig. Das ist auch der bekannte Bahnübergang. Moin!
zweigt die Strecke nach Tønder ab. Das dänische Tønder. Das Werk Nibel. Halberstädter. Salins Hallig. Nächster Halt, ins Halt. Ne, hier halten wir gar nicht. Klangsbühl halten wir erst. Das ist eine Ausweichstelle. Sylt-Shuttle. Nach Nibel. Oh! O-307er ist drauf. Kann man übrigens auch fahren hier in Susi, den Zug. Ausweichstelle nur. Klangsbühl ist der letzte Halt für uns auf dem Festland.
In der darauf folgende Halt Morsum ist bereits schon auf der Insel Sylt. Neues Bemühungssignal hier hin. Es war noch ausgekreuzt, noch nicht gültig. Nächster Halt, Planksbüll. Hier ist wieder zweigleisig. Ausstiegchen, Fahrt Richtung rechts. Ziemlich langer Bahnsteig hier wieder. Glücklich. So wie es sich gehört. 2:18. Ehrlich, das ist schon so lange her, dass ich mal mit einem N-Wagen gefahren bin und dann eine 2:18 dran. Also ich glaube, das werde ich, glaube ich, nicht mehr miterleben. Lang ist's her. Abfahrt. Ja, fertig.
Nächster Halt ist bereits schon auf der Insel Sylt. Morsum. Dann Kaitum. Und dann kommt Westerland. Auf Sylt! Der nächste. Mit Steuerwagen voraus. Lok in der Mitte. Ist geil, so eine Kombi. Oben mit Halberstelle nochmal. Hübsche noch. Jetzt auf den Damm, Hindenburgdamm. Oh, die Omsi-Polizei. Da ist er, da hinten, Bogdam. Da hinten. Jetzt verlassen wir das Festland. Da ist er, der hinten Punkt am. Da sind wir. Weite Landschaft, weit.
Echt schön gemacht hier. Die einzige Verbindung zur Insel Sylt. Blockstelle, hinten Programm. Da ist schon die Insel zu sehen. Jetzt sind wir auf der Insel Sylt. Nächster Halt, Morsum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber knapp mit dem 500er. War ganz schön knapp, du.
Kaidum. Und fertig. Morsum auf Sylt. Wir wieder eingleisig. Echt schöne Strecke. Ist nicht spektakulär, aber ist schön, so durch das norddeutsche Flachland zu fahren. Schleswig-Holstein, der echte Norden. Nächster Halt, Kaidum. Ja, die Strecke, die Marschbahn gab es ja schon in unzähligen Simulatoren. Unter anderem hier in Susi, dann im TS von GBE, dann natürlich auch von MSTS in zweifacher Ausführung. Einmal die Qualitätsversion von Helicon von Westerland, ebenfalls bis Husum. Und einmal von ProTrain Blue Sky Interactive, komplett von Westerland bis Hamburg. Aber vom ProTrain, die war auch nicht schlecht. Später als Deluxe-Version mit DB-Tracks. Konntest du echt schön komplett fahren von Westerland bis nach Hamburg. Und sogar nach Dagebühl. Stichstrecke da. Gibt's ja hier nicht. Wie zum wartet schon. Ausstieg im Fahrtrichtung rechts. Zack, auch wieder Orientrote 218. Sehr schön. Ehrlich, noch geschimpft Flügelsignalen. Ehrlich. Beziehungsweise Formsignale. Ja, Flügelsignale. Oh, hinter Steuerwagen. Ich hab Steuerwagen kaputt.
Und gleich auch schon Westerland. Ist auch nicht mehr weit. Aber MSDS bzw. Open Rails, das werde ich auch nicht mehr verfolgen. Das, weil in Open Rails sind die Strecken, wenn du die fährst, ziemlich fehlerhaft. Zum Beispiel, da springt mal das Signal nicht, dann fährt mal der KI-Zug nicht oder so. Und das ist dann halt immer nervig, wenn du da in den Editor rein musst und selber Hand anlegen musst. Und den MSDS, den spiele ich auch nicht. Also die Grafik tue ich mir da nicht mehr an. Damals, klar, gab es halt nichts Besseres. Bin ich gerne gefahren damals, habe ich sehr gern gespielt. Es war mein erster Zugsimulator, der MSTS. Und dann habe ich halt auch noch andere gespielt hier. LokSim 3D und andere noch. Und dann halt bin ich irgendwann zu TS gekommen. Jetzt auch noch Zusi nebenbei. Aber Zusi 2 hatte ich auch mal gehabt. Habe ich beim Kumpel gezockt und muss ich ganz ehrlich sagen, boah, war zwar mal nett, aber diese Polygon-Grafik konnte ich mir nicht länger antun. Ist halt jetzt auch schon Westerland. Endstation. Nächster Halt, Westerland auf Sylt, der Zug endet dort, Fahrgäste bitte alle aussteigen. Das Team von DB Regio verabschiedet sich von Ihnen, wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der Insel Sylt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bitte denken Sie beim Aussteigen auch bitte an Ihre persönlichen Gegenstände und lassen Sie bitte im Zug nichts liegen. Vielen Dank. So, wir erreichen Westerland auf Sylt. Wir sind auf Sylt. Schöne Insel. Ja, ich hoffe, das Video zu Zusi 3 hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar darunter, wie euch das Video gefallen hat. Mir hat es Spaß gemacht, mal wieder für euch eine Zusi 3 Folge zu machen. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, zuzugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Tschüss. Der Sylt-Shuttle. Endstation.
Und Leute, vergesst nicht, Freitag einzuschalten. Ab 15 Uhr. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich berichtige, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Station Westerland. Da sind wir. Hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall eine echt schöne Fahrt, bis auf die eine Zwangse, aber als Selbstverschulden. Aber war gut. Schöne alte Autos da drauf, herrlich. Zu 18 schiebt. Endstation. Hat Spaß gemacht. So Leute, machtet gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Das war unser Karlsruher Kopf. Zu 18. Schön orientrot mit Latz. So, drücken wir mal F4. Ah ja. Ja, 64,8% Auswertung. Ja, halt die Zwangsbremsung halt, die wir da hatten, ne? Und einmal verspätet und dreimal sind wir ein bisschen. Haben wir ruppig gebremst, aber das ist nicht so schlimm. Das ist ganz gut. Ja, die eine Zwangsbremsung hatten wir hier gehabt. Ja gut, das ist jetzt egal. Aber ist schön, so eine Auswertung immer. Aber ja, also Leute, in dem Sinne, auf Wiedersehen und tschüss.